Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Implied. Und mit Patch 1.5.9 sind natürlich nicht nur dicke Brummer ins Spiel gekommen, sondern auch kleine, feine Dinge. Eines dieser kleinen, feinen Dinge ist die HS-123A1, die wir im deutschen Baum finden. Ich habe es mal eben in ein Sparspielen ganz kurz ausgebaut. Und was ist an dieser Maschine eigentlich so faszinierend und toll? Wir gucken es uns mal an. Sie hat einen BR von 1.3, also liegt ganz, ganz knapp über den Reservefliegern. Natürlich kann sie auch schon gegen 2.3er gematcht werden. Wenn ihr Pech habt, kann das durchaus passieren. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich überwiegend mit gleichrangigen Flugzeugen im RB-Match unterwegs gewesen bin. Und da ist dieses Flugzeug einfach super interessant. Warum? Ich zeige es euch nochmal bei den Modifikationen. Das ist die Bombenlast, die dieses Flugzeug mit sich führen kann. 4x50 Kilo und 1x250 Kilo. Das ist auf dem Battle Rating richtig, richtig, richtig viel. Damit kann man einiges anstellen. Ansonsten ist diese Maschine wie viele Doppeldecker in der Lage, unheimlich langsam zu fliegen. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr Bodenziele angreift, die Zeit nehmen, vernünftig zielen, langsam anfliegen, draufschießen und es kaputt machen. Außerdem hat diese Maschine eine Eigenschaft, die ich von so einem Doppeldecker eigentlich nicht erwartet habe. Sie kann stürzen und das kann sie richtig gut. Weit über 450 Stundenkilometer Sturzgeschwindigkeit sind mit diesem Flugzeug möglich. Sie ist fast genauso wendig wie die anderen Doppeldecker hier im Spiel. Aber sie hat einen Lufteinstiegspunkt, wenn ihr Bomben montiert habt. Nein, nicht nur, wenn ihr Bomben montiert habt, grundsätzlich hat dieses Flugzeug einen Lufteinstiegspunkt. Das heißt, ihr seid bereits oben in der Luft, wenn das Match beginnt und müsst nicht vom Boden aus starten. Und das hat natürlich den ein oder anderen Vorteil. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Maschine für immer auf 1.3 bleiben wird. Sie ist verdammt stark für ihr Battle Rating. Luftkämpfe kann man mit ihr auch ganz wunderbar gestalten. Und man kann da sogar ein bisschen tricksen, wenn es mit den Kurven nicht ganz so funktioniert. Dieses Ding hat sogar Landeklappen. Völlig untypisch für einen Doppeldecker. Die könnt ihr dann, wenn ihr langsam seid, auch noch raushauen und dementsprechend noch enger turnen. Ich habe für euch ein Match rausgesucht, wo man so ziemlich alles sehen konnte. Einmal, wie ich eine Base bombardiert habe, dann, wie ich damit Luftkampf gemacht habe und wie ich Bodenziele bekämpft habe. Nehmt es mir bitte nicht übel, auf diesem Battle Rating trifft man natürlich auf sehr viele unerfahrene Spieler. Insofern hatte ich da natürlich einen klitzekleinen Vorteil, obwohl mir aufgefallen ist, dass da auch viele andere mit hier oben Stufe 100 oder 80 oder 70 rumgeflogen sind und die haben nicht gerade dieses Flugzeug hier ausgebaut. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich einen klitzekleinen Vorteil. Was das angeht, bin ich dann doch ein bisschen erfahrener als die ganz, ganz frischen Spieler hier. Davon habe ich dann leider Gottes auch noch zwei gefunden, die es mit mir unbedingt aufnehmen wollten. Und die haben dann leider Gottes den Luftkampf verloren. Das ist eigentlich nicht die Spielweise, über Frischlinge herzufallen. Allerdings wollte ich dieses Flugzeug für euch let's playen und wir schauen es uns jetzt im Video an. Viel Spaß! So, dann gucken wir mal, wohin das jetzt führen wird. Ich habe ja schon ein paar Runden gemacht. Mal hat was geklappt, mal hat was nicht geklappt. So, ich habe jetzt erstmal 4x50, 200 und 250, 450 Kilo Bomben drunter. Muss man mal drüber nachdenken. Für so einen kleinen Doppeldecker eine richtig, richtig große Menge. Ich könnte jetzt auch direkt nach unten stürzen, wenn ich wollte. Bis 450 Sachen macht die Maschine das ohne Probleme mit. Allerdings haben wir ja Zeit, die müssen da hinten auf der anderen Seite erstmal starten. Und auch kleine Flugzeuge, keine hohe Geschwindigkeit, keine hohe Steigrate. Heißt also, wir können mehr oder weniger gemütlich anfliegen. Plan auf dieser Karte ist es jetzt eigentlich, eine Base da vorne zu beschädigen im ersten Anflug und dann nach rechts abzudrehen. Da sind nämlich ist eine LKW-Kolonne, da gibt es richtig fett Punkte für. Oh, hey, da kommt einer. So kleiner. Ich weiß jetzt nicht, ne. Nein, der ist nicht gefährlich. Machen wir erstmal das hier. Bis der da ist, sollten wir eigentlich fertig sein. Na, könnte ein bisschen knapp werden.
vielleicht ein bisschen Gas geben noch. Aber wenn wir noch tiefer gehen und die Bomben abwerfen, dann haut es uns die Flügel ab von den Explosionen. Also oben bleiben, anvisieren, cool bleiben, ausklinken, abdrehen, beten und jetzt die Maschine da vorne angreifen. Ja, ich weiß, kein Head-to-Head. Aber so wie der angekommen ist, war das bestimmt kein Profi. So. Ah, das klappt jetzt nicht so gut. Jetzt haben wir ihn einmal getroffen. Übrigens, besser schießen kann man in der Cockpit-Ansicht. Dann seht ihr nämlich, wo ihr wirklich hinschießt. Zack. Klicklicht aus. Und dann funktioniert das auch. So. Danke sehr. Versuchen wir dann jetzt mal die LKW-Kolonne zu machen. Die startet da hinten bei der Base und fährt dann Richtung Hauptstadt. Ich liebe diese kleinen Maschinen. Wirklich mehr als die großen. Nicht, weil ich mit den großen nichts hinbekomme, sondern das hier ist irgendwie... Das fühlt sich cool an, wenn man dann auch so zwischen den Bäumen durcheiert. Ja, das war jetzt nichts. Was mit dem? Bemerkt er mich gar nicht? Hallo, ich bin hier. Reagier doch mal. Was ist mit dem los? Ist der AFK? Was hat er vor? Will er seine eigene Base angreifen? Ich habe ja schon viel erlebt, aber manche Sachen, die versteht man einfach nicht. Was macht er denn da? Guckt er nach, ob hier wirklich eine Bombe reingefallen ist und was wird das? Der ist doch nicht AFK, dann hätte der jetzt nicht hochgezogen. Nee. Was der für einen Plan hat. So, komm jetzt ein bisschen weit weg. Jetzt zieht er hoch. So, Klicklicht aus. Danke. Das war jetzt wirklich zu einfach. Was war das für einer? Dem ist bestimmt der Controller weggefallen und als er ihn endlich wieder in der Hand hat, habe ich ihn abgeschossen. Wer weiß das schon. Gut, jetzt versuchen wir nochmal, unsere kleinen Bodenziele zu bekämpfen. Wobei die ja jetzt mittlerweile schon ziemlich weit gefahren sind. Da hat sich einer von denen in den Boden gelandet. Jetzt wird... Oh, mein Motor ist zu heiß geworden. Ich müsste einfach ein bisschen das Gas zurücknehmen und hoffen, dass die Motortemperatur sich wieder reguliert. Du 17. Da ist da auch irgendwas Neues noch gekommen. Ich habe das jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Wenn da, ich meine, da ist noch irgend sowas gekommen. Das könnte ich dann eigentlich die Tage auch mal let's playen. Ist das nicht schön, mit so einem Doppeldecker hier so ganz langsam über die Baumwipfel hinweg zu fegen? Ich habe letztens so eine Frage bekommen in den Kommentaren unter den Videos. Wieso guckst du ständig auf den Punktestand oder auf die Platzierung? Ich gucke nicht auf die Platzierung. Ich gucke zum einen, wie viele Gegner in RB noch am Leben sind. Das kann man nämlich ganz wunderbar sehen. Und zum anderen, ganz am Anfang vom Match, wenn noch nicht viel passiert ist, gucke ich auch ganz gerne öfters mal in die Liste. Denn sobald man anfängt, Punkte zu bekommen, ist man in der Nähe eines Gegners. Das heißt also, selbst wenn man einen Gegner nicht hört oder sieht, sobald das Punktekonto anfängt zu steigen, ist irgendwo was in der Nähe und dann heißt es vorsichtig sein. Das ist nur so als kleiner Tipp. So, wir konzentrieren uns jetzt nochmal auf die Bodenziele. Da ist jetzt schon eine Do dran.
klasse, jetzt hat er sogar geparkt. Das ist aber nett. Zack. Zack. Übrigens auch wunderschön bei diesen Flugzeugen, dass die tatsächlich vorne noch quasi aus dem Rumpf rausschießen. Können also mit dem ganzen Flugzeug zielen. Die Kanonen irgendwann dann mal in den Flügeln drin sind, wird es schwieriger. Also am genauesten schießt man tatsächlich über die Bewaffnung im Rumpf eines Flugzeuges, also vorne in der Front. Und jetzt habt ihr es auch mal gesehen, ich hatte das letzte schon mal in einem Video kurz gesagt, ich glaube bei der Maiwan war das, man kann durch diese Häuser durchschießen. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber jetzt geht uns die Munition so langsam aus. Oh, 6 Schuss. Ich bezweifle, dass wir damit noch was kaputt kriegen, aber gut. Versuch macht klug und ansonsten fliegen wir zurück und holen uns neue. Ja, das war nichts. Aber ein Hit war es. Gut. Falls ihr da so ein Rauschen im Hintergrund hören solltet, bitte ich das zu entschuldigen. Das liegt daran, dass es hier in meinem Büro aktuell sehr warm ist und ich habe mir hier so einen Ventilator angemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob man es tatsächlich hört oder nicht hört. Jetzt guck mal, wie die Stadt unter mir drunter weggleitet gleich. Es ruckelt. Ruckel, 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 ruckel. Das habe ich nur beim Fliegen. Ich verstehe nicht, woran es liegt. Aber ich werde mich da jetzt auch nicht weiter mit auseinandersetzen. In den nächsten Tagen kommt mein neues System. Ich hoffe mal, dass solche Sachen dann nicht mehr passieren. Das ist, also ich mag dieses Flugzeug richtig gern. Guck mal, dieses Flugzeug, das ist geflogen worden vor Kriegsausbruch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sagen wir mal so ab 35 rum. Ihr werdet es wahrscheinlich besser wissen und gleich auch in die Kommentare schreiben. Und wie sich die Flugzeuge von diesem Punkt ab an bis zum Ende des Krieges entwickelt haben. Das ist eine Entwicklungsgeschwindigkeit damals gewesen. Es ist unvorstellbar. Vom Doppeldecker mit 450 Kilo Bomben unten drunter zur Me-262 und solchen Sachen. Ein Computer sich genauso schnell, und Computer entwickeln sich ja schon schnell weiter, oder Computer werden schnell weiterentwickelt. Wenn die sich mit demselben Tempo weiterentwickeln würden, dann wäre ein Computer, den wir heute als Top im Laden kaufen, tatsächlich in einem Monat schon wieder Flop. Zum Glück ist es ja nicht ganz so wild, hat sich da so ein bisschen normalisiert. So, ach schade, die Tickets laufen ab. Ich glaube nicht, dass wir nochmal starten werden. Ich glaube nicht mal, dass wir noch landen werden, aber gut. So wie es aussieht, haben wir das Match gewonnen und dementsprechend ist es natürlich ganz besonders schön. Mit 2 Abschüssen kommt bei mir im RB-Fliegen nicht ganz so oft vor. Wenn ich dann noch selbst schießen muss. Gut, aber man hat auch gemerkt, das waren jetzt, glaube ich, wirklich unerfahrene Spieler. Das tut mir natürlich leid. Aber ich muss halt hin und wieder auch mal diese kleinen Gefechte machen, wenn ich euch da was zeigen möchte. Und andersrum, wenn ich mit meinem Jet durch die Gegend fliege, nimmt auch keiner auf mich Rücksicht, weil ich es nicht kann. Ne, das war's. War ein schönes Match. Klasse. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Gucken wir uns nochmal eben das Ergebnis an.
Oh, Lotterie. Oh, hat sich sogar gelohnt. Na gut. Silverlines. 10.000 für dieses BR. Nicht mal schlecht. Super. Ist das da oben? Ah, okay. Alles klar. So, da sind wir wieder. Ich denke, ein relativ interessantes Match. Vielleicht jetzt nicht so super spannend, aber man konnte sehen, was dieses Flugzeug auf dem Kasten hat. Und wer gerne fliegt, sollte an dieser Maschine unbedingt nicht vorbeigehen, sondern tatsächlich ein paar Runden mit ihr genießen. Die macht richtig, richtig Spaß. Auch für Panzergefechte, Ground Forces, wenn ihr mit kleinen Panzern unterwegs seid und dieses Flugzeug mit in euer Setup nimmt, könnt ihr damit richtig böse Panzer vermöbeln. Aus der Luft, könnt ihr euch sicherlich denken. Wir werden jetzt in Zukunft natürlich uns weitere Flugzeuge angucken, nichtsdestotrotz natürlich auch Panzer. Bei den Deutschen wird es jetzt als nächstes den Raketenpanzer 2 geben. Allerdings werde ich vorher den Sheridan fertig machen. Das dauert jetzt auch nicht mehr lange. Da werde ich mich heute und morgen dran setzen, dass ich hier den T-92 fertig bekomme. Danach machen wir dann den Sheridan. Also erst den Sheridan, dann den Raketenpanzer, dann im Anschluss irgendwann den IT-1. Den britischen STRV 81 habe ich bereits gekauft. Das heißt, den werde ich euch auch die nächste Zeit zeigen können. Und bei den Flugzeugen habe ich mir überlegt, dass wir uns als nächstes, nee, hier wollte ich euch das jetzt nicht zeigen, uns als nächstes angucken werden. Die He-219A7 werde ich einmal für euch let's playen. Und bei den russischen Flugzeugen habe ich mir überlegt, dass ich euch ein PE-8-Video zeige. Da habe ich nämlich noch ein ganz wunderschönes aufgezeichnet, das so ein bisschen zeigt, was dieses Monster tatsächlich kann. Und dann gucken wir mal weiter, wie es in Zukunft ja, weitergeht. Das hier übrigens auch ein Kandidat, den ich gerade am Let's Playen bin, die kleine Ratte ASU 57. Auch da könnt ihr in den nächsten Tagen mit einem Video rechnen. Sollte euch dieses hier gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Gute, euer Implit.